unser ganzes Leben ist um dieses Konzept herumgewickelt, eines Angstszenarios, dem wir wirklich hinterherhechten, dem wir unseren Fokus geben, unsere Aufmerksamkeit. Und warum? Weil wir es vermeiden wollen oder weil wir es weghaben wollen. Unser ganzer Fokus ist auf die Angst, auf das Schreckgespenst gerichtet, das wir weghaben wollen. Aber um es weghaben zu wollen, müssen wir ja unsere Aufmerksamkeit drauf richten. Weil es ja sonst nichts gäbe, was wir weghaben wollen. Das heißt, unser gesamtes Leben, ja, rotiert um eine Angst vor etwas, das nie eintritt. Du stirbst nicht. Sterben ist nicht möglich. Da hat Gott für gesorgt. Und wir verstecken uns vor diesem, oder besser gesagt, hinter diesem Vorhang von Unsicherheit, von Angst, von diesem Konzept und richten genau da unseren Fokus drauf. Alles, was wir hier tun, ist von der Angst vor dem nicht erreichbaren Tod geprägt. Und wir müssen uns das so tief bewusst machen, wie es geht. Mit Verstehen hat das gar nichts zu tun. Wir müssen das akzeptieren, dass es so ist, dass wir so funktionieren, dass wir uns genau so durch die Welt bewegen. Weil das ist das, was wir dann ins Licht heben können. Genau diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis, diese Selbstehrlichkeit, dass ich die ganze Zeit quasi durch die Angst vorm Tod angetrieben werde und nicht durch das Wissen, das wir jetzt alle erfahren haben in der Übung, nicht durch das innere Wissen, dass wir ewig sind. Wenn du diesen Switch kriegst, dann dienst du Gott. Und zwar vollständig. Ist es für mich angenommen? Und wenn ich jetzt sage, okay, lass es uns doch jetzt vollständig annehmen, ein für alle Mal, zu 100,0%, dass Tod nicht existiert, es jetzt zu fühlen, dass Unsicherheit nicht existiert. Fühl mal, kannst du das irgendwo spüren, dass es nicht existiert? Wo kannst du das spüren? Gibt es irgendwo einen Ort in dir? Und du brauchst einfach nur forschen zu fragen, dein Licht einfach schweifen zu lassen. Die Tür tut sich auf in dir. Der Ort will gefunden werden in dir. Atme tief ein und aus, entspann dich in die Tatsache hinein, dass Unsicherheit nicht existiert. Einfach nur für jetzt. Du kannst es in 5 Minuten oder in 5 Sekunden wieder alles umschmeißen. Nur für jetzt. Nur probehalber. Nur als ein Experiment. Kannst du dich dem zu 100% öffnen, dass es Unsicherheit nicht gibt? Dass es sich so real anfühlt, wie sich vorher die Unsicherheit für dich real angefühlt hat. Mit der gleichen Überzeugung weißt du jetzt gerade nur für diesen einen winzig kleinen Augenblick, dass es nur Sicherheit wirklich gibt. Fühlst du es? Es gibt nur Sicherheit. Nicht, weil ich es dir sage, sondern weil du es weißt. Weil du es weißt. Weil du es jedem sagen kannst, aus diesem Wissen heraus, ohne damit recht haben zu müssen. Weil du es weißt.
Es ist deine Realität. Sicherheit ist deine Realität. Du hast ja eine völlig unschuldige Überzeugung von Unsicherheit. Und das ist ja nie bewiesen. Dafür gibt es überhaupt keinen Beweis. Das hast du genauso unschuldig angenommen, wie du annimmst, dass es einen Mond über der Erde gibt, den du nie berührt hast, zu dem du nie hochgeflogen bist, von dem du nicht weißt, ob nicht irgendeiner irgendwie so eine Leuchtkugel da oben aufgehängt hat. Und trotzdem sagst du mit völliger Überzeugung, das ist der Mond. Und sagst das auch noch deinen Kindern. Mit absolutem Vertrauen. Und warum? Nur, weil du wolltest, dass es so ist. Kannst du wollen, dass du sicher bist? Wo findest du dieses Wollen in dir? Und kannst du annehmen, dass das jetzt wahr ist? Nur für, sagen wir, 2 Sekunden. Sei es dir wert, es jetzt zu erleben. Es ist genauso erreichbar wie jederzeit. Dein Wollen ist entscheidend. Entspann dich und wolle sicher sein. Und du erfährst Sicherheit. Es ist unvermeidlich. Du weißt, wie Sicherheit sich anfühlt. Selbst wenn es eine temporäre Erfahrung ist. Aber diese temporäre Erfahrung kannst du nehmen und sie für einen ganz winzig kleinen Augenblick, in dem du dich wohl damit fühlst, ewig machen. Mach diese temporäre Erfahrung von Sicherheit, das schönste Erlebnis von Sicherheit, das du je hattest, wo du dich warm und geborgen und im vollkommenen Vertrauen gefühlt hast, dass du nie irgendetwas tun musst, dass du jetzt einfach so weiter existieren kannst. Diesen Augenblick dehne in die Ewigkeit aus und stell dir vor, dass das ewig ist, denn du weißt, dass du jetzt auf dem Stuhl sitzt, als komplette Tatsache, das, was du als Tatsache empfindest, diese Qualität von Tatsache, fester Boden, erinnere dich, wenn du in dieser Qualität, in diesem Gefühl, dass du kennst, dass Sicherheit ist, nun einfach annimmst, dass sie ewig ist. Ewig, ewig, nur für jetzt. Ewig, 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 nur jetzt. Ewig, 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 grenzenlos. Sicherheit immer da, immer da. Real, wirklich. Wahr. Und schon haben wir aus ein paar Erdensekunden die Ewigkeit gemacht. Holy Christ. Das ist auch eine Tatsache. Das ist ganz fester Boden. Und da gibt es eigentlich nichts zu lachen drüber. Das ist etwas, was du wirklich jeden Tag von dir wissen musst. Möchtest. Möchtest du das nicht wissen? Möchtest du nicht wirklich wissen, dass du allmächtig bist? Dass du keine Kontrolle brauchst, weil du alles bist, was es gibt? Worüber willst du dann Kontrolle haben?